Ich höre Wasser. Erst ein Gluckern, dann ein Bach. Ich hoffe, es ist keine Quarzmine oder so. Optionales Herausforderungsgrad, okay. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Ja, das habe ich gerade auch schon gesagt. So, wir haben hier etwas, wo ich glaube ich lieber nicht runterspringen werde. Weil das sehr tief aus. Obwohl, ich muss, glaube ich, da runterspringen. So wie es aussieht, Mist. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Okay. Die kleinen Dinger, die können wir alle nicht nehmen. Ne? Ah, Moment, da kann ich aber... überspringen? Ja, oh, perfekt. Ich dachte schon, das sieht nämlich ein bisschen böse aus da. Wo will die denn dann hinspringen? Ist das jetzt ihr Ernst? Doch, geht doch noch runter. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Achso, da kann man anscheinend gar nichts erkennen. Also gar nichts finden. Ist denn hier unten noch irgendwas? Und da ist ein Seil. Oha, okay, da muss ich wieder was machen. Lass mal hier schauen. Hier geht's auch nochmal weiter. Hm, okay. Gucken wir erstmal hier im Wasser. Vielleicht muss ich das ja auch fluten oder so. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, wenn man da dran... Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Ich hoffe, das ist jetzt keine Falle da unten. Okay, Los geht's. Lassen Sie los, um sich von der Kante fallen zu lassen. Wollt ihr mich verarschen? Ich schätze, ich hätte dann doch lieber den anderen Weg genommen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts im Wasser oder so, was ich jetzt hier was sehe. Muss ich dich anschießen? Sieht fast so aus, ne? Gerade wenn die einem hier das... Küche, die Pfeife. Jetzt weiß ich, warum ich dich anschießen sollte. Okay. Und hier ist nochmal ein Lagerfeuer. Okay. Aber ich kann wahrscheinlich eh nichts machen, denke ich mal. Keine Punkte bekommen oder so. Nur Fertigkeitspunkte. Doch, irgendwas mit den Waffen. Geschliffene Klinge. Okay. Bin ich denn mittlerweile? Ich bin hier immer noch irgendwie auf der Mitte der Karte. Okay. Das Wasser erodiert alles. Du
diesem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Ja, das ist doch easy, ne? Ich meine, wir sind ja Tomb Raider. Lara Croft. Da müssen wir rüber springen. Ich habe X gedrückt. Warum bist du jetzt unten gelandet? Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Ich habe definitiv X gedrückt. Komm ich jetzt? Da komme ich doch jetzt nicht hoch, oder? Ich musste das jetzt auch nicht runterreißen. Oder doch? Ihr verwirrt mich. Hier ist auch nichts zum Hochspringen, meine ich, oder? Ach, das bisschen. Okay, gut, gut, gut. Das ist jetzt aber auch nicht mehr weiß. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt wirklich rüber muss. Ich meine, es wäre jetzt so einfach, wenn ich da einfach rüberspringen könnte. Da hinten ist was zum Einschlagen. Und da unten ist was zum Werfen. Zum Einschlagen oder kann ich auch schießen? Ne, schießen anscheinend nicht. Aber ich glaube nicht, da kann ich auch gar nicht mehr springen mittlerweile. Also ich denke mal, dass wir irgendwo anders jetzt aus dem Wasser raus müssen. Moment, hier geht es auch nochmal weiter. Ich jetzt gerade noch nichts mit. Das explodiert, oder? Das müsste eigentlich das Ding dann. Oder kann ich das nehmen und dahin werfen? Ich kann es nehmen, okay. Okay, ja, oder so. Ich habe gedacht, das ist schon explodiert, wenn ich da jetzt das rüberwerfe, aber dann müssen wir es halt doch nochmal anschließen. Okay. Das jetzt so gut war, weiß ich jetzt aber nicht. Obwohl doch, jetzt ist ja der Eingang offen. Jetzt komme ich da hinten hin. Oh oh, ich sehe schon wieder Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Dieses Floß. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass es irgendwas mit dem Floß zu tun hat. Da hinten habe ich nochmal einen Köcher. Da kann ich was draufwerfen. Aber das bringt ja nichts, wenn das Floß jetzt explodiert, oder? Kann ich auch nochmal gucken? Kann ich das abstellen? Ich schmeiß es einfach weg. So, mal gucken. Das Floß geht zur Seite.
Aber das bringt mir ja nichts. Oder ich muss da nach rechts hoch. Das kann natürlich auch sein. Aber wie soll ich denn so schnell... Ach, ich verstehe. Okay. Das ist jetzt aber wirklich eine richtig blöde Timing-Sache. Aber gut, wir versuchen es mal. Ich hoffe, das geht jetzt nicht dahinter. Sondern bleibt dann da liegen. Ja, okay, es bleibt irgendwie schon liegen, ja. Mal eben auf Bogen umstellen, bevor ich das mache. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich mit dem Bogen. Ja, jetzt hat er natürlich zwei Tage. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Perfekt. Leute, da habt ihr euch echt was ausgedacht hier. Aber gut. Wobei ich gerade was sehe. Da unten ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon durchschwimmen können. Seht ihr das? Da unten links, da ist was zum Durchgehen. Aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich verrecken wir dann da, wenn wir das versuchen. Ah, ich glaube, ich will es gar nicht ausprobieren. Die wird wahrscheinlich eh irgendwann da ankommen. Hoffe ich zumindest, dass das kein Geheimversteck war. Okay. Weiter. Oben ist doch noch was, ne? Ja. Ach, das... Oh, das ist auch wieder so ein Ding. Okay. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Okay. Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Also dahinter ist was. Ich hoffe, dass da auch was ist, was ich werfen kann. Ach, da oben ist auch noch was. Komme ich da hoch? Was bist du denn? Ich kann mal nicht nehmen. Okay, das ist dann wohl schätzungsweise nachher wieder der Weg zurück, denke ich mal. Aber ich habe hier nichts, was ich werfen kann, oder? Muss ich den... Nee, oder? Ich muss doch jetzt nicht einen von den Benzinkanistern mit nach hier holen. Kann man damit schwimmen? Ich meine, das ist da in der Nähe.
Wundern würde es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wobei es schon ein bisschen fies ist irgendwo. Nein, sie verliert ihn. Sie verliert ihn. Verdammt. Kann ich den ja da hochwerfen vielleicht? Ah, ist das blöd. Jetzt ist der ganz weg, oder? Das wäre jetzt aber ganz doof, wenn das jetzt nicht so funktionieren würde, wie ich das hoffe. Verdammt. Ja, die kommen jetzt wieder neu. Aber das ist scheinbar nicht so gedacht, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Da hinten bin ich eben schon reingeschwommen. Reingeschwommen noch nicht. Aber da ist anscheinend auch nichts. Ah, sieht ein bisschen gefährlich aus hier. Ich gehe mal lieber wieder raus. Mich ja schon wundert, dass das Funkgerät immer noch fabelhaft funktioniert, obwohl sie überall durchs Wasser durchgeht. Also hier habe ich nichts. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt anders timen muss, dass ich das jetzt hier besser einwerfen muss oder so. Oben ist auch nichts dran. Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich da jetzt auf die... Okay, die hält sich da nicht dran fest. Also wenn ich jetzt da runterspringe, denke ich mal, das wird nicht funktionieren. Aber ich kann es halt nicht kaputt machen. Genau das habe ich mir ja schon gedacht. Also, ich bin immer noch der festen Überzeugung. Jetzt komme ich da, bin ich nach rüber gesprungen, oder? Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ich einen der Kanister rüberbringen muss. Die Frage ist nur wie. Ich kann mit den Dingern nicht schwimmen. Weil dann versinken die in der Erde. Ich kann das anscheinend auch nicht da oben reinwerfen. Ja, ich könnte es mal versuchen von hier vorne an der Ecke. Vielleicht ist der Winkel dann irgendwie anders oder so, keine Ahnung. Ja, aber sie hat ja keine Kraft, sie kommt dann nicht an. Sie kommt da nicht hin. Ich hätte dann noch eine andere Möglichkeit, was ich ausprobieren könnte. Boah, die wäre aber so scheiße. Eieiei. Ob ich das hinkriege, so wie ich mir das denke, wie es vielleicht sein könnte. Eieiei.
Ich meine, den Trick 17 haben wir ja schon mal gebraucht eben. Ach, hier oben hätte jetzt auch noch die eine gelegen. Ja, okay. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal. Gewusst, dass ich nicht treffen werde. Oder muss ich das unten reinziehen vielleicht? Ich stand jetzt ziemlich weit vorne auch, ne? Achso, das war jetzt ganz blöd, dass ich jetzt von hier oben stehe, beziehungsweise werfe. Schaffe ich das darüber? Nee. Ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte gerade sagen, explodier bitte nicht mit mir da dran, ja? Geht trotzdem bis hinten durch. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn ich den unten reinwerfe. Weil da kann ich ja stehen. Also ich werde beides mal ausprobieren. Immer so aus, als ob das Ding da gleich runterfliegt. Ich kann wahrscheinlich auch nicht damit hochspringen, oder? Ja, ich hab's! Ich hab's! Ja, hat geklappt. Ja! Lara, du bist ein Genie. Ich bin einfach nur zu blöd, um da richtig zu zählen. Okay. Da. Irgendwo hier musste. Ja, da ist er. Ah, perfekt. Perfekt. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nochmal machen, weil ich hier irgendwie nicht richtig ziele oder so, weil dann kriege ich die Krise. Oh. Nicht runter. Oh. Ich dachte schon. Ja, perfekt. Komme ich denn da gleich auf die andere Seite? Ich muss ja hier durch. Ja. Super, super. Hier bin ich wieder. Okay. Klar, wir mussten ja hier jetzt rein. Das ist im Übrigen auch ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Da muss ich mal eben ein Screenshot von machen. Hier ist auch noch was zum Sammeln. Soll es nicht immer die Perspektive ändern? Da ist auch noch was. Manuskript über die Gaben der Erde. Yes, natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Ah, das ist geil. Das ist richtig geil. Grab abgeschlossen. Juhu! Jetzt weiß ich nur nicht mal, wie ich zurückkomme, aber egal. Da bin ich irgendwo mal rumgekommen, glaube ich. Also ich denke, irgendwo in die Richtung wird es wohl sein. Ah ja, da ist auch das Lagerfeuer. Sehr schön.
Mich würde jetzt mal interessieren, wodurch ich überhaupt die Erfahrungspunkte bekomme. Weil jetzt habe ich wieder keinen Erfahrungspunkt erhalten. Okay, aber ich würde sagen, dass das hier eigentlich ein ganz guter Cut ist. Dass wir hier erstmal abschließen, weil das Grab haben wir nämlich damit jetzt beendet. Und dass wir dann in der nächsten Folge uns wiedersehen. Tolles Deutsch wieder heute. Wenn wir denn die restlichen Funktürme zerstören. Bis dann.